Total Toast. Like and subscribe. Thank you. Please check out our shop for the official Total Toast merch. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass der Tag endlich gekommen ist, an dem ich von der Schule geschmissen werde wegen dem Schulkomitee. Aber ich will nicht weg. Ich mag es wirklich hier. Was soll ich denn nur tun? Großes Dankeschön an das Schulkomitee. Dankeschön, dass ihr Zeit hattet, so kurzfristig und hergekommen seid. Ihr wisst ja alle, um was es hier geht. Und zwar um die Studentin Poppy, die unsere Bibliothek abgebrannt hat. Schaut mal, Leute, da kommt sie, die Brandstifterin. Ekelhaft. Liebes Schulkomitee, ich werde kurz zusammenfassen, was vor sich gefallen ist. Die Studentin Poppy hat sich gestern Mitternacht aus ihrem Zimmer geschlichen. Dabei hat sie sich nicht an die Hausregeln gehalten, was ein Verstoß an sich alleine schon ist. Danach hat sie sich in die Bibliothek begeben und den Brand verursacht. Was? Poppy hat den Brand verursacht? Aber Frau Direktorin, ich verstehe das nicht. Wieso sollte Poppy sowas tun? Sie hat ihr eigenes Leben aufs Spiel gesetzt, um uns zu retten. Ja, Frau Direktorin. Ein Brandstifter würde sowas doch niemals tun. Ich bin mir nicht sicher, wie der Brand passiert ist, aber Poppy hat es gestanden, dass sie es war. Frau Direktorin, es tut mir so leid, was ich gemacht habe. Ich bin mir bewusst, dass ich andere Menschen damit verletzen hätte können. Also für mich klingt es nach einem Unfall und die Studentin zeigt große Reue. Ich bin mir nicht sicher, ob man sie wegen dem wirklich suspendieren soll. Herr Schulkomitee, ich verstehe voll und ganz, was Sie meinen, aber unsere Akademie hat wirklich einen großen Sachschaden wegen ihr erlitten. Aber Frau Direktorin, was gibt es denn hier noch zum Diskutieren? Es ist doch so offensichtlich, dass Poppy schuld ist. Sie hat mit ihrer blöden Kerze die gesamte Bibliothek abgebrannt. Sie muss dafür bestraft werden, sonst ist es unfair. Warte mal, Harriet. Von wo weißt du, dass eine Kerze den Brand verursacht hat in der Bibliothek? Das weiß sonst niemand. Von wo ich wusste, dass es eine Kerze war? Das hat mir die Feuerwehr gesagt. Die Feuerwehr hatte doch eine Kerze beim Tatort gefunden, oder nicht? Hä, aber das, was du sagst, macht hinten und vorne keinen Sinn, Harriet. Weil bevor die Feuerwehr die Kerze überhaupt finden konnte, hat Leo die Kerze gefunden und er hat sie mir zurückgebracht. Deshalb, außer mir und Leon, weiß niemand, dass es eine Kerze war, durch den der Brand entstanden ist. Aber wie kann Harriet wissen, dass die Tatwaffe eine Kerze war? Oh, mein Gott! Es ist ihr Schuld! Zeig um! Verhaftet sie! Also ich kann mir gut vorstellen, dass Harriet das extra mit Absicht gemacht hat, um es Poppy in die Schuhe zu schieben, damit sie suspendiert wird, weil jeder weiß, dass Harriet Poppy hasst. Aber nein, ich würde sowas niemals tun. Ich war das nicht. Ich meine, wieso sollte ich mich in die Bücherei schleichen, nachdem Poppy wieder zurück in ihr Zimmer gegangen ist, ihre Kerze nehmen und die Bibliothek abbrennen? Das würde ich nie machen. Das kann doch nur Poppy gewesen sein. Ich würde nie lügen. Harriet, wenn du es nicht warst, wieso konntest du dann aber perfekt beschreiben, wie das Feuer zustande gekommen ist? Also Frau Harriet, das klang für mich nicht nach einer Rechtfertigung, sondern mehr nach einem Geständnis, dass du die Schuldige warst. Wenn das wirklich so der Fall war, dann wirst du sofort von der Schule suspendiert und bekommst eine Anzeige. Hast du mich gehört? Harriet, bitte sag die Wahrheit. Steckst du hinter dem Feuer und den ganzen Briefen? Was habe ich nur getan? Ich werde von der Schule geschmissen. Ich meine, Poppy, du wolltest eh suspendiert werden. Und jetzt werde ich suspendiert. Ich habe dir doch nur geholfen mit dem Feuer. Ich meine, wir sind Komplizen, oder? Bitte, Poppy, sag doch was. Ich muss weg von hier. Was ist denn gerade hier passiert? Poppy, wir müssen kurz verdauen, was passiert ist. Bitte komm in mein Büro und dann werden wir deine Zukunft hier an diesem Internat besprechen, okay? Ja, okay. Komm, vielleicht holen wir sie noch ein. Wir müssen mit ihr reden. Ich glaube, wir haben sie verpasst. Sie ist schon bei der Direktorin. Was sind denn das? Sie hat ja schon gepackt. Will sie also die Schule wirklich verlassen? Um ganz ehrlich zu sein, Molly, ich kann einfach nicht glauben, dass Poppy solche schlimmen Sachen über uns geschrieben hat. Ich meine, schau dir dieses Foto an. Wir schauen alle so glücklich aus. Das war nicht Poppy. Ich weiß auch nicht mehr, was ich glauben soll. Hä? Ist das nicht Poppys Tagebuch? Aber
In ihrem Tagebuch steht ja, dass wir ihre besten Freundinnen sind. Und da steht auch, dass sie noch nie so gute Freundinnen hatte, wie wir es beide sind. Schau mal, auf der ersten Seite steht ja, dass die Schule ihr nicht gefällt und sie wieder nach Hause gehen will. Aber dann hat sie uns kennengelernt und plötzlich will sie bleiben. Sie hat uns nicht angelogen. Ich glaube, diese ausgedruckten E-Mails waren fake und jemand wollte ihr einfach die Schuld in die Schuhe schieben. Ich habe mir eh schon gedacht, dass irgendwas faul an diesen Briefen war, weil Poppy würde doch nie solche Wörter verwenden. Wir müssen sie finden, bevor es zu spät ist. Mama, Papa, werdet ihr beide doch nur hier. Vermisse euch so sehr. Ah, da bist du ja, Poppy. Was hast du denn da in den Händen? Oh, mein Lieblingsfoto von meiner lieben Lea. Ich vermisse sie auch so unglaublich sehr. Aber Frau Direktorin, von wo kennen Sie denn nur meine Mutter? Ich weiß nicht, ob dein Vater dir das jemals erzählt hat, aber deine Mutter war meine beste Freundin. Und das Lustige ist ja, wir haben uns damals in diesem Internat kennengelernt. Immer wenn du mir diese Streiche gespielt hast, konnte ich dich einfach nicht bestrafen, weil du hast mich so sehr an deine Mutter erinnert. Sie war so jung. Sie war einfach zu jung, um zu sterben. Du musst wissen, Poppy, dein Vater hat sie auch wirklich sehr geliebt. Wir drei waren unzertrennlich. Wir waren die besten Freunde. Also komm jetzt mit in mein Büro und dann werden wir über deine Zukunft hier an dem Internat entscheiden. Wo könnte Poppy denn nur sein? Oh, sie ist ja mit meiner Mutter am Reden. Oh, Leo, hier bist du ja. Hast du kurz eine Sekunde? Ja, sicher. Um was geht es denn? Ist alles okay? Naja, wir hätten Poppy glauben sollen. Ich und Kiki haben herausgefunden, dass sie diese E-Mails gar nicht geschrieben hat. Was? Es war nicht Poppy? Wer war es dann? Hä? Naja, ich und Molly, wir sind zur Schulaufseherin gegangen und haben sie gefragt, wann Poppy in der Bibliothek war. Und sie meinte dann, dass Poppy schon Ewigkeiten nicht mehr dort war. Und die letzte Person, die in der Bibliothek war, war Harriet. Kannst du es glauben? Sie ist auch schuld, dass das Feuer entfacht worden ist. Wir hätten ihr glauben sollen. Was für Freunde sind wir bitte, dass wir ihr nicht geglaubt haben? Ich hoffe, dass sie weiterhin in dieser Schule bleiben wird. Was für ein Tag, oder Poppy? Ich habe mich mit der Polizei zusammengetan und sie haben mir dann mitgeteilt, dass der Brand nicht passieren hätte können, hätte man die Kerze nicht willkürlich bewegt. Das bedeutet, das Feuer konnte nur entfacht werden, hätte man physisch die Kerze genommen und über alle Bücher hingegeben. Aber Frau Direktorin, es ist trotzdem meine Schuld. Ich hätte die Kerze nicht dort liegen lassen sollen. Wäre die Kerze nie dort gewesen, hätte Harriet das Feuer nie entfacht. Frau Direktorin, nach all den Streichen, die ich gespielt habe und dem heutigen Vorfall, würde ich es komplett verstehen, wenn man mich suspendieren würde. Nein, Poppy, ich werde dich nicht suspendieren. Denn ich weiß, dass tief in deinem Herzen die Schule und die Mitschüler hier dir sehr wichtig sind. Darum frage ich dich, Poppy, willst du überhaupt in dieser Schule noch bleiben oder nach Hause gehen? Naja, ich würde schon sehr gerne an dieser Schule bleiben, aber alle hassen mich. Ich habe nicht mal Freunde, Frau Direktorin. Ich bin mir sicher, dass sich das mit deinen Freunden noch irgendwie regeln wird. Du hattest so einen anstrengenden Tag. Geh am besten auf dein Zimmer und entspanne. Okay, ich wünschte so sehr, Molly und Kiki wären hier. Oh, Poppy, wir haben auf dich gewartet. Hast du gut Zeit? Wir würden gerne alle mit dir reden. Was? Ihr wollt mit mir reden? Ja, sicher. Um was geht es? Können wir unser Gespräch irgendwo anders verlegen? Die ganzen Studenten schauen schon. Ja, sicher. Wir können ja draußen reden, wenn das okay ist für euch. Ja, gute Idee. Sagt mal, ist irgendwas Schlimmes passiert? Ihr schaut ganz traurig aus. Wir haben endlich die Wahrheit herausgefunden. Und wir wissen, dass du es nicht warst, die diese E-Mails geschrieben hat. Poppy, ich hoffe, du kannst mir auch verzeihen. Ich kann es nicht glauben, dass ich dir nicht geglaubt habe. Poppy, ich weiß nicht, was in uns wiedergefahren ist, aber es tut uns so leid. Leute, ich hätte nie gedacht, dass ihr sowas sagen würdet. Ich bin so froh. Das bedeutet doch, dass wir wieder Freunde sein können. Wir können keine Freunde sein, weil wir schon die allerbesten Freunde sind. Kiki, Molly, ich habe euch so vermisst. Wir dich auch. Okay, Leute, irgendwie fühle ich mich gerade hier fehl am Platz. Also hätte ich gewusst, dass heute so viele Tränen fließen werden, dann hätte ich einen Regenschirm mitgenommen. Ha, ha, ha. Sehr witzig, Leo. Das war ein guter Witz. Oh, Poppy, hast du jetzt kurz Zeit? Ich
und Kiki und Leo haben was vorbereitet als Entschuldigung. Ja, sicher, aber was habt ihr denn vorbereitet? Naja, wir sind noch nicht ganz fertig. Also, Treffpunkt ist in 2 Stunden in unserem Schlafzimmer. Bis später. Was geht denn hier vor sich? Habt ihr das alles gemacht? Ja, mit der Hilfe von Leon. Das ist unsere Wiedergutmachung, Poppy. Um ganz ehrlich zu sein, es war sogar Leos Idee, dass wir einen Mädchenabend gemeinsam haben. Was? Ihr habt all das nur für mich gemacht? All dieser Aufwand? Wow, Leute, das ist so unglaublich lieb von euch. Dankeschön, danke. Und das war natürlich noch nicht alles. Du musst ja noch deine Geschenke von uns öffnen. Wir hoffen so sehr, dass dir die Geschenke gefallen werden. Also ich weiß jetzt schon, dass ich euer Geschenk lieben werde. Und hier ist auch noch ein Geschenk. Also das hätte wirklich nicht sein müssen. Oh, das ist ja meine Lieblingsgesichtsmaske. Und ist das etwa ein Pyjama? Er ist wunderschön, Leute. Boah, der schaut so kuschelig aus. Okay, und somit fängt unser Mädelsabend an. Also, Poppy, du musst die Gesichtsmaske auftragen. Den Pyjama musst du auch anziehen. Oh, schaut mal, da sind noch mehrere Masken dabei. Ihr müsst sie auch ausprobieren. Die ist so angenehm. Wir haben den gleichen Pyjama gekauft. Wir dachten, dass wir alle im Partnerlook gehen. Ganz ehrlich, Leute, ich war noch nie in meinem Leben so glücklich. Okay, und jetzt schauen wir Harald Potter und der Nasenbohrer von Azkaban an. So ein guter Film. Oh, endlich ist Mittagspause. Ich habe fast die Augen nicht mehr aufhalten können während dem Unterricht. Ich glaube, gestern sind wir zu lange wach geblieben. Oh, ich darf nicht vergessen, ich muss mich noch bei Leo bedanken, dass er euch geholfen hat. Ich bin auch so müde, Poppy, aber zum Glück ist jetzt Mittagspause. Ich habe einen Bärenhunger. Was soll ich denn heute nur essen? Einmal Big Mac mit Pommes. Schnell, schnell, ich viel Hunger. Ich sehr Hunger. Bruder, jetzt hier mal. Big Mac mit der Coca-Cola. Abli, Abli, ich hab dich geprankt. Ich will nichts essen. Was war denn das für ein Prank? Eine neue Studentin. Naja, was werdet ihr essen? Oh, die Qual der Wahl. Aber ich glaube, ich werde Speck mit Blaubeeren essen. Was willst du denn essen, Kiki? Ich esse eine Handvoll Käse. Dann werde ich auch einen Burger mit extra viel Käse essen. Mh, lecker. Also das Kantinenessen ist ja gar nicht so schlecht. Was? Du wirst das wirklich essen, Poppy? Sehr gut. Endlich ist sie nicht mehr auf Diät. Bin so stolz. Ich bin so stolz auf dich, Poppy, dass du nicht mehr auf deiner blöden Diät bist. Naja, mir ist bewusst geworden, dass das Leben viel zu kurz ist, um auf eine Diät zu sein. Oh, schaut mal, Leute. Mensch, hatten wir Glück, dass es hier noch einen Platz frei gibt für uns. Und jetzt noch schnell einen Schluck von meiner Erdbeer-Fanta. Hey Poppy, schön, dass du wieder da bist. Hey Anna, so schön, dich auch wieder zu sehen. Na, dann würde ich doch mal sagen, Mahlzeit euch allen. Oh mein Gott, Leute, schaut mal, wer kommt denn da? Oh, ich muss sagen, ich bin schon ein bisschen nervös. Okay Poppy, ich habe eine Überraschung für dich. Und zwar, willst du meine Freundin sein? Bitte antworte mit ja oder nein. Hä, träume ich? Ist das dein voller Ernst? Ja, Poppy. Und nun antworte mir, ja oder nein? Ich sage nein. Nein, Spaß. Natürlich sage ich ja, Leo. Ich will deine Freundin sein. Aber musstest du es so öffentlich machen? Naja, ich wollte, dass jeder weiß, wie ich für dich empfinde, Poppy. Das sind Blumen für dich. Oh, Leo, das ist so süß. Dankeschön. Oh mein Gott, aber ich liebe Toleo. Ich liebe ihn. Okay, und wann gibt es die Einladung zu eurer Hochzeit? Ha, sehr witzig, Molly. Aber wieso wusste ich, dass ihr sowas sagen werdet? Wir sind doch viel zu jung dafür. Das war doch nur ein Spaß. Also kommt, wir müssen uns beeilen. Wir haben jetzt Sportunterricht. Seid ihr sicher, dass ich das Tor schießen soll? Ja, Poppy, wir vertrauen dir, okay? Okay, Leute, seid ihr bereit für das Match? Uga-Buga, ja. Auf die Plätze, fertig, los. Oh, der Ball nein, hat mir. Der Ball. Geht's alle sind nur noch Ball, spielen und Tor. Was, seit wann ist sie so gut? Bea hat schon wieder ein Tor geschossen. Leute, ich kann es nicht glauben, dass wir gewonnen haben. Ich bin ganz außer Puste. Also, wo ich in diese Schule gekommen bin, habe ich Fußball gehasst. Aber jetzt, ich liebe es. Poppy, danke, Leute. Poppy. Dankeschön. Poppy, du hast so unglaublich gut gespielt. Wow. Oh, Gucci-Friseur Kevin. Schön, dass du auch hier bist. Poppy, wegen dir hat unser Team heute gewonnen. Poppy, du hast heute so fabelhaft gespielt. Aber Papa, was machst du denn hier? Naja, kannst du dich nicht mehr dran erinnern?
Du hast mir doch eine E-Mail geschrieben und gesagt, dass du es nicht mehr aushaltest und dass ich dich abholen soll. Dann bin ich halt direkt losgefahren. Oh, Papa, das war ein falscher Alarm. Ignoriere einfach die E-Mail. Ich hatte einfach nur Streit mit meinen Freunden. Aber Papa, ich wollte mich bei dir entschuldigen, dass ich damals so ein Problemkind gewesen bin. Aber ich war halt so wütend, weil ich dachte, dass du Mama vergessen hast und sie einfach mit einer neuen ausgetauscht hast. Aber ich weiß, dass das jetzt nicht wahr ist. Ach, mein Schatz Poppy, ich bin so froh, dass du zu dieser Ansicht gekommen bist. Du weißt ja, ich werde deine Mama für immer lieben. Sie wird für immer einen speziellen Platz in meinem Herzen haben. Aber ich bin jetzt einfach so glücklich mit Katja. Ich hoffe, du verstehst das. Ja, ich verstehe es nun. Katja, es tut mir so leid, dass ich damals all deine Kleidung in den Pool geschmissen habe. Oh, Poppy, danke schön. Deine Entschuldigung bedeutet mir sehr viel. Aber sag mal, wer ist denn der Junge da hinten? Er starrt dich die ganze Zeit an. Oh, das ist Leo. Hey, Poppy, echt stark, wie du gespielt hast. Oh, wer ist denn das? Oh, darf ich dir vorstellen? Papa, das ist mein Freund Leo. Und Leo, das ist mein Papa und meine Stiefmama. Was? Du hast einen Freund? Das geht doch nicht, denn du bist für immer Papas kleines Mädchen. Wie könnte das passieren? Mensch, Papa, ich bin noch schon 15 Jahre alt. Hallo, mein Name ist Leo. Schön, Sie kennenzulernen. Ich sag dir nur eines. Weh, du brichst das Herz meiner Tochter. Ach, Schatz, du musst jetzt mal mit mir mitkommen und dich beruhigen. Wir kommen später, Poppy. Schön, deine Eltern kennenzulernen, vor allem deinen Papa. Der muss dich ja echt lieben. Ja, mein Papa ist wirklich der Beste, auch wenn er sehr emotional ist. Hallo Toasties, ich hoffe, euch hat die Story gut gefallen. Es tut mir so leid, falls meine Stimme ein bisschen lustig war in manchen Szenen, aber ich bin noch ein bisschen heiser, weil ich verkühlt bin. Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen bedanken, die bei der Premiere dabei waren. Das bedeutet mir so viel Dankeschön. Und jetzt möchte ich auch noch die Superfans grüßen. Ganz liebe Grüße an Ariane, Komang, Srbija, Anairam und Pommy. Und der nächste Shoutout geht an die liebe Lea. Und großes Dankeschön an die liebe Katha, dass du unseren Kanal abonniert hast. Und der letzte Gruß geht an Ekra. Dankeschön für deinen lieben Kommentar. Und Toasties, ich brauche eure Hilfe. Habe ich die richtige Entscheidung getroffen? Ich meine, hätte Leo euch gefragt, ob ihr seine Freundin sein wollt, hättet ihr ja oder nein gesagt? Schreibt es in den Kommentaren. Und wir sehen uns in der finalen Episode wieder. Tschüss! Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe.